die Via Settimo Cielo über den siebten Himmel, wenn Google mich nicht angelogen hat, ist eine relativ kurze Route im Val di Ledro, in den wunderschönen Val di Ledro. Und ja, leider auch nicht die einzigen hier, so wunderschön wie das ist. Und hat eine 5-Plus-Stelle, der Rest ist 5 Minus. Wollen wir zum letzten Tag nochmal angehen. Wollen relativ früh wieder zeitig unten sein, damit ich noch ein paar Luftaufnahmen machen kann vom Schloss in Arco. Ja, und morgen reisen wir ab. Okay, dann sehen wir uns gleich beim Einstieg. Leider nicht vom Einstieg, wie versprochen. Weil, wie versprochen, ist die wirklich gut besucht gewesen. Da standen nämlich 4 Seilschaften einer Kölner Klettergruppe. Vielen Dank nochmal, die haben uns nämlich vorgelassen. Und unterwegs am Stand war auch immer Betrieb, da wollte ich nicht so rumquatschen. Deswegen stehe ich jetzt schon am 3. Stand. Und jetzt nach dem Gehgelände kommt nur noch eine Seillänge, dann sind wir nämlich schon oben. Aber naja, ich nehme das Fazit nochmal nicht vorweg. Aber bis jetzt war sie wirklich super. Bis gleich. Sehr schön zu klettern. Ich hab dich in der Sicherung, du kannst kommen. Nochmal Dankeschön fürs Vorlassen, ne? Euch auch. Aha, ja. Hab mir gedacht, dass du da was von loswerden willst. Es wird immer schwerer.
Was sagst du? Ja. Ich hab Stand, Peter. Mein Gott, was eine schöne Kletterei, ey. Herrlich. So, Werner. Jetzt trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Hä? Alles da. Muss nur gucken. Warte. Noch mal ein bisschen Seil, da ist, hat sich verhakt hier vorne. Oh, da muss ich gleich aufpassen. Hast du? Mhm. Okay. Zwei Fingerlöcher. Bitte? Die hast du hier. Siehst du den nächsten Borg schon? Also im Moment kann ich jetzt noch nicht feststellen, dass sie schwerer ist als die du gerade hattest. Okay.
vor allen Dingen ist hier überall was da. Ist vielleicht ein bisschen steiler, aber du hast viel mehr für Hände und Füße. So, habe ich Stand. Ui, ja, ja, nicht schlecht die Stelle. Irgendwo hatte ich nicht viel für die Finger. Ist das Nachstiegsphänomen, Werner? Dann darf ich, jetzt die gerne, ich hätte gerne eine 6 geklettert. Ja, schade. Ah, Mist. Ja, ja, nee. Schade. Jetzt. Mach deine Kamera nach hinten, ne? Vorstiegskamera, Blickwinkel. Ready? Da hat sich das Seil. Was sagst du, 5 plus? Nee, 5 minus. Ganze Route, toll. Ganze Route, ein Träumchen. Da sind wir doch genau in unserem, sag ich mal, in unserem Wohlfühl-Dings unterwegs. Genau, Fazit. Fazit. Super geile Tour. Total klasse gesichert, würde ich erstmal sagen. Ganz spontan. Ja. Wetter war toll. Ja. Wie im Val di Ledro bekannt, sind die Routen hier wirklich spitzenmäßig abgesichert, wie Bernhard schon sagte. Und die ist leider sehr kurz, der Spaß war viel zu schnell vorbei. 4 Seillängen, eine fünfte kann man gar nicht zählen, das ist nämlich so ein 20 Meter Gehgelände. Von daher, man muss eigentlich, das machen wir heute nicht,
muss man eigentlich noch anschließend ein paar Routen dran packen. Und hier oben gehen ja verschiedene Sektoren noch weiter. Da kann man also einen richtig langen Klettertag noch dranhängen. Ja, eine Empfehlung. Kann man gut machen. Offensichtlich klettern hier auch Kletterkurse. Da bin ich allerdings ein bisschen überrascht. Dafür fand ich es jetzt schon knackig. Aber wir gucken mal, wie sie gleich hochkommen. Ja, ciao, ciao.